Jo, servus und hallo zurück zu einer weiteren Folge Metro Last Light Redux. Wir öffnen die Tür. Und sind noch immer auf dem Weg zur Polis. Ich habe jetzt nur kurz abgewartet, ob jetzt irgendeine Cutscene oder sowas kommt. Ich habe gesehen, du hast die. Gut, jetzt weiß ich wofür. Wo ist er? Ich bringe mehr. Ah, Filter. Oh, wie nett, der bringt uns Filter. Also der Kleine ist einfach nur mega geil. Ich meine, wir kriegen einen Free Wallhack, was will man mehr? Leider bin ich wieder etwas blind. Aber für das, dass ich gerade ziemlich blind bin, triff ich ziemlich clean. Nice. Ja. Er hat es mir enttarnt. Ich habe mir einfach ein Aimbot runtergeladen. Nämlich wirklich. What the fuck? Wie gut trifft gerade? Weil ihr kennt es mir. Normalerweise bin ich eher. Naja, nicht so der alles trifft. Wie dem also ganz flach behaupten. Den Filter mitnehmen. Der chillt einer. Gut, der ist auf jeden Fall tot. Aber da haben wir sicher noch was zum Anfinden. Oder auch nicht. Bei mir rinnt der Schweiß runter, es tut mir leid. Es ist so unglaublich heiß, aber trotz alledem macht es mir mega Spaß für euch zu produzieren. Was zum Teufel machen Sie da draußen im Freien? Schaffen Sie sofort Ihren Arsch da weg! Ah, jawohl! Schwarze gewesen. An die Hand nehmen, verdammt nochmal! Nennen Sie mir Ihre Befehle! Noch mehr Leute! Wissen von uns! Sehr rot! Sehr begierig zu töten! Okay, wir filtern einmal den Tausch. Und dann geht's weiter. Da haben wir ein Wurfmesser. Und Geld. Ah, da waren wir vorher. Nice, danke für nix. Wir werden da jetzt kurz mit der Nachtsicht vorgehen. Jetzt nicht mehr, weil im Scope ist die Nachtsicht echt kacke. Trifft er echt nicht durch. Eieiei. Ich muss da echt hoch, bevor er die angreifen kann. Das war's auf jeden Fall mit dem ersten. Man verletzt ist gut, wieder ganz cleaner Headshot. Diesmal nicht. Das ist der Beweis, es ist anscheinend doch kein Aimbot. Wow, da drin. Der hat gerade echt ziemlich gut getroffen. Das muss ich ihn auf jeden Fall lassen. Da hinten ist noch wer. Sniper. Aber der Schalldämpfer in dem Game ist echt so worth, das ist der Wahnsinn. Also am meisten sehe ich halt durch mein Scope, was jetzt irgendwie nicht so ideal ist für mich. Wie wäre es mit einem Headshot? Lebt noch. Wow, wow, wow. Das war jetzt ziemlich gut getroffen.
Aber blöderweise nicht von mir. Da ist einer dahinter. Oh, da vorne ist einer, den haben wir gar nicht gesehen. Nice, wenn es einfach so in den Hinterhalt läuft. Okay, den haben wir dann nochmal. Wir sollten einfach eventuell einmal ein bisschen mehr auf den Körper schießen. Ich versuche mir, glaube ich, zu hart auf den Kopf zu fokussieren. Und während ich das sage, mache ich es schon wieder. Ist da noch wer? Nein. Okay. Nur mehr die Seite haben wir vor uns. Man kriegt nämlich einen ziemlichen Knockback, wenn man gehittet wird. Komm, schau sie. Den habe ich gebaitet. Der ist ziemlich gebaitet worden. Den hätten wir dann auch. Also das ist echt ein ziemliches Massaker bis jetzt. Aber anscheinend haben wir noch Gegner. Der ist ziemlich sneaky, der Typ. Der ist sogar mehr als nur getroffen. Puh, das war echt ziemlich hart. Muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir das Ganze ein bisschen leichter vorgestellt. Aber wir finden jetzt zum Glück genug Loot, damit es uns da wieder gut gehen kann. Filter haben wir auch genug, das ist auch sehr angenehm. Ansonsten muss man das immer ziemlich ausreizen, kann ich mir noch erinnern. So ziemlich die Filter bis zum Anschlag immer lassen, bis man wirklich fast stirbt. Ist schon hart, gibt es härtere Spielmodi. Ranger-Modus, glaube ich, heißt das Ding. Das ist schon, ja, so nichts für schwache Nerven, sagen wir so. Ich bin halt so aufgedreht, aber ich habe keine Ahnung warum. Ich hoffe, es ist trotzdem recht anschaulich, was sie da macht. Schwarz und rot. Sie haben Angst und wollen mich immer noch töten. Ach, schon wieder so viele Gegner. Diesmal machen wir das Licht hoffentlich früh genug aus. So, das war der erste. Das war der zweite. Wir schauen, dass wir so viele wie möglich Stealth einfach aus dem Spiel nehmen kann. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie ich das vielleicht wollte. Probieren wir das einmal. Mal eine Granate werfen. War ein ganz cooles Manöver. Also der hat seinen Kopf so richtig ausgestreckt. Also der wollte es so wirklich. Hin und wieder muss man mal paniken dürfen. So. Ich sehe ja noch immer sehr wenig. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich sitze da und mir strahlt eine ziemliche Lampe ins Gesicht. Und deswegen verblendet das etwas meine Augen, wenn ich auf den Bildschirm schaue. Und das ist dann irgendwie etwas ungut. Und wenn ich so nach rechts schaue, dann sehe ich das, was ihr seht, quasi auf einem zweiten Bildschirm. Und wird das alles immer etwas heller, weil da geht nicht die direkte Lichteinstrahlung hin. Aber ja,
Mit dem muss ich wohl leben. Außerdem ist es sowieso ein sehr dunkles Spiel, wie ich du finde. Kennst ihn. Und er kennt dich. Ah, Pavel? Wer ist das? Natürlich. In D6 passiert nie etwas. Stellt sich die Frage, warum wir überhaupt Wache schieben müssen. Sieht nach etwas Wichtigem aus. Stellung bezogen. Also der Lesnitsky ist schon ein ziemlicher Hurensohn. Jetzt sind Sie dran, Genosse Morosow. Wir müssen einen Feldtest mit dem Virus machen, das wir unter so großem Risiko erhalten haben. Ich glaube, Sie haben ein paar geeignete Begleiter für die Aufgabe. Ja, Czeslaw Andrejewitsch aus Venedig. Seine Banditen halten mich für einen von Ihnen. Und wenn wir sie bezahlen? Ersparen Sie mir die Details. Ich brauche nur Ergebnisse. Ist Ihre Aufgabe klar, Genosse Lesnitsky? Ja, Genosse General. Genosse General. Hast du gedacht, dass wir dich einfach gehen lassen? Das sehen wir noch. Ich habe einen Trumpf in der Hand. Dich. Dann fangen Sie an. Und Sie müssen sich um den roten Platz kümmern, Pavel. Das ist der kritischste Teil, den ich sonst niemandem anvertrauen kann. Enttäuschen Sie mich nicht. Werde ich nicht, Genosse General. Genosse General. Interessant, aber ich bin zu erschöpft. Oh je. Muss anhalten. Schade. War echt cooler Einblick in das Leben von Lesnitsky. Kurz bevor wir ihn hoffentlich bald erschießen. Wir werden ihn auf jeden Fall töten. Ja, er war sehr böse. Gefährlich. Ich beginne zu verstehen, warum ihr tötet. Ja. Wir haben Lesnitsky getötet in der Folge. Was sagt sie jetzt? Und das ist alles Ende von der Folge. Lesnitsky ist tot. Endlich. Jetzt hören wir uns noch kurz an. Okay, Lesnitsky ist tot. Wir haben es geschafft. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Abonnieren und bewerten nicht vergessen. Bis dahin. Ciao.